Die Nummer 1 war Artus. Ach, das ist also die Lösung. Ich bin froh, dass Sie das Rätsel so mühelos knacken konnten. Allerdings wissen wir dadurch auch nicht mehr über Simons Mörder. Ich versichere Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen und stellen Sie den wahren Täter. Natürlich, ich verstehe Sie gut. Obwohl Sie so komisch, kehlkopfig sprechen. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Wir ermitteln weiter. Bim, bim, bim. Aha. Matev, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche suspekten Gestalten in der Nähe der Villa aufgefallen? Ich bin untröstlich. Leider habe ich niemanden gesehen. Ich glaube aber, dass diese Stimme jedes Mal anders klingt. Ich wusste nicht einmal, was Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, Entschuldigung, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, aber eine kalte, was den Fall angeht. Einen Moment, bitte. Nicht mal eine kalte, die Leiche ist ja nicht da. Die lag doch da gerade. Sehen Sie, dies habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Ein Zeichen der... Illuminaten. Steinmetze. Freimaurer. Freimaurer, die waren's. Was ist das? Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffe, es könnte ein Hinweis sein, darum hob ich es auf. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Ist doch größer als der Kronleuchter zum Teufel. Ja, eben. Das kann man nachmessen, wie groß das ist. Das ist, groß. Das hat einen Durchmesser von so 6 Zentimeter. 10 Zentimeter. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Zahnrädchen? Ja. Ein kleines Zahnrad? Bei diesem Ding fällt mir ein potentes Rätsel ein. Darf ich vortragen? Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen. Das wollte doch schon der Dicke gerade. Finde den Punkt. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat, und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. Okay. Wo genau siehst du jetzt gleich neben Abbildung A? Nehmen wir an, dass du jetzt die Scheibe behältst wie in Abbildung B. Wo muss der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutest. Na, das dürfte ja nicht so schwierig sein. Also ich hätte da schon eine Idee. Warte. Tja. Ja. Hier. Ja, genau. Weil der schwarze Punkt so 2 Stücken weiter von dem roten ist und wenn man das dann so dreht, dann ist der da. Mhm. Ja. Ich bin untröstlich, aber leider weiß ich nichts weiteres, was Ihren Ermittlungen zuträglich wäre. Machen Sie sich keine Gedanken. Mit diesem Zahnrad haben Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie den Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matev. Nachher Bauteil. Nora Bauteil. So. Sind das alle? Sonst war niemand am Tatort zugegen. Ramon fehlt noch, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Ramon. Wo steckt er? Und was in aller Welt treibt er nur wieder? Und mit wem? Matev, holen Sie sofort Ramon. Ich bin untröstlich, Frau Baronin. Ich habe Ramon bereits seit einigen Stunden nicht mehr gesehen. Was sagen Sie da? Der Kerl wird doch nicht verschwunden sein. Ein Augenblick, er ist ebenfalls ein Verdächtiger. Womöglich ist er auf der Flucht. Wo könnte er nur abgeblieben sein, ob ihm etwas zugestoßen ist? Vielleicht. Nochmal den Dicken ansprechen, ich meine den Herrn da. Da, 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 da.
Selbstverständlich. Oh, das war wichtig. Luke, wenn du ein wahrer Gentleman werden willst, musst du anfangen, etwas mehr Mitgefühl zu zeigen. Das war die Moral von der Geschichte. Das war alles, was wir wissen müssen. Aber wenn er doch nun mal dick ist. Oh, natürlich, Professor. Tut mir leid, das war unangebracht. Frau Baronin empfängt Sie. Nun gehen Sie durch die Tür auf der linken Seite. Okay. Oh. Da ist bestimmt irgendwo ein Blumenrätsel. Nein, ein Blumenhinweismünzding. Ein Vasenrätsel. Nein. Das gibt's doch nicht. Frau Baronin, ich vermute, dass dieser Mordfall etwas mit dem goldenen Apfel zu tun hat. Wie bitte? Noch bin ich nicht absolut sicher, aber es scheint mir sehr glaubhaft, dass beides zusammenhängt. Und Sie denken, Ramon könnte etwas damit zu tun haben. Eventuell. Entschuldigung nochmal. Eventuell schon. Noch fehlen uns jedoch die nötigen Informationen, um eindeutige Schüsse zu zielen. Ich verstehe. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für Sie, Professor. Huch, es widerstrebt mir sehr, in dieser Angelegenheit als Verdächtige angesehen zu werden. Ich möchte sofort meinen Namen wieder reinwaschen. Ja, dann ab in die Waschmaschine damit. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wir hören uns sogleich im Dorf um. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Nun, ich warte dann im Salon auf gute Nachrichten von Ihrer Seite. Von der Website? Im Newsticker? Der verschollene Bedienstete. Suche in St. Mystère nach Hinweisen und kläre Ramons Verschwinden auf. Was habe ich denn jetzt? Speichern! Zimmer von Dahlia. Dahlias Zimmer suchen. Dahlia. Da, das Bild. Sieh dir einmal dieses Bild an. Was ist damit, Professor? Oh, das ist doch Baronin Dahlia. Und sie hat ein Baby auf dem Arm. Dieses Baby muss dann wohl Baron Reinholds Tochter sein. Schau mal, sie hat die gleiche Locke wie Flora. Flora war ihr Name, nicht wahr? Oh, was für ein niedliches Mädchen. Baronin Dahlia hat sich wirklich kaum verändert. Weißt du, Luke, man sagt, wahre Schönheit altere nicht. Wie Sie meinen, Professor. Aber trotzdem ist es seltsam. Wir sollten die Baronin dazu befragen. Ja, aber ganz ehrlich, es sind jetzt 6 Jahre. Und wie viel von unserer Schönheit ist denn jetzt weg? Eine ganze Menge. Ja, hast recht. Also, das waren 6 Jahre seit dem letzten Mal aufnehmen mit einem Leighton-Spiel zusammen hier, zumindest. Das stimmt. Dass ich überhaupt hier war. Hier gibt's nichts weiter, glaube ich. Und wir haben es in der Zwischenzeit geschafft, ein ganzes Leighton vs. Ace Attorney durchzuspielen. Das hat sich aber auch extrem gezogen im Vergleich zu diesem hier. Das ist gar kein Vergleich. Ja, eben. Das geht voll schnell. Wahnsinn. Ne? Wir sind ja fast durch. Mhm. Übrigens, Leighton, man hört, Sie kennen sich mit Rätseln aus. Dieses Rätsel machte zur Zeit meiner Abreise in London die Runde. Ob Sie schlau genug dafür sind? Nein. 5 Verdächtige. Ah, das wieder. Oh, wer sagt die Wahrheit wieder? Also, einer von uns lügt, 2 Lügen. Ich kenne diese Galgenvögel, 3 Lügen. Glaub kein Wort, 4 Lügen. Wir sind alle Lügner. Hm. Naja, also, alle 5 ist schwierig. Also alle 5 können es schon mal nicht sein. Dann würde nämlich einer die Wahrheit sagen. Mhm. Wenn D die Wahrheit sagt. Ja, das würde passen. Ja. Dann würden nämlich... Dann liegen alle anderen. Ja. Und D sagt die Wahrheit, Ende. Ja. Was? Achso. Also wie viele dürfen sagen die Wahrheit? Warte mal, welche Antwort ist jetzt verlangt? Warte es mal. Ist die Antwort verlangt, die Polizei will nur diejenigen laufen lassen, die die Wahrheit sagen. Ja. Ich habe jetzt geschaut, wo ich D eingeben kann. Natürlich, wenn alle was anderes behaupten, kann nur einer die Wahrheit sagen, höchstens. Ja. Es kann auch sein, dass niemand die Wahrheit sagt. Aber in dem Fall, wie er so da hinguckt. Ha. Ausgerechnet der. Ja. Der aussieht wie der größte Kinderschänder. Ja. Nein.
Ich hätte Ihnen wohl ein schwierigeres Rätsel geben sollen. Setzen Sie Ihr Superhirn lieber ein, um den goldenen Apfel zu finden, auf den alle so scharf sind. Den scharfen Apfel zu finden, auf dem alle so golden sind. Entschuldigen Sie, wir bemerkten soeben das Bild von Ihnen und Ihrer reizenden Tochter Flora. Noch ist sie reizend. Wie meinen? Noch hat sie keine Gurkenbrote gemacht. Das Bild von Ihnen mit dem Baby, das im anderen Zimmer steht. Tut mir leid, da müssen Sie sich irren. Ich habe keine Kinder. Wie bitte aber? Verzeihen Sie, Frau Baronin, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Wie Sie meinen. Wie dem auch sei, wir haben keine Zeit zu vertun. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn zurück, ja? Los. Aber wenn das auf dem Bild nicht Baronin Dahlia ist, wir haben alles in der Welt, ist es denn dann? Ich schlage vor, wir stellen dem Butler ein paar Fragen. Vielleicht kann er ja die Sachen aufklären. Oder Sache oder Dinge. Ah, Matthäf. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Selbstverständlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um das Bild im Zimmer der Baronin, auf dem sie ein kleines Kind in den Armen hält. Aha, das alte Foto. Ich fürchte, das ist nicht Baronin Dahlia, sondern Frau Viola, die erste Gattin des Herrn Baron. Aber es überrascht mich nicht, dass Sie sie für Baronin Dahlia hielten. Sie glichen sich praktisch aufs Haar. Sogar Ihre Bewegungen und Ihre Gesten waren fast dieselben. Die Dame auf dem Bild ist also gar nicht Baronin Dahlia, sondern die erste Gemahlin des Barons? Ui, es muss ja ganz schön unwahrscheinlich sein, dass sich zwei Menschen so sehr ähneln. Könnten die beiden vielleicht auf irgendeine Art verwandt gewesen sein? Wenn dem so war, dann ist es mir leider entgangen. Eines Tages kam Herr Baron einfach mit Frau Dahlia an seiner Seite in die Villa. Das ist leider alles, was ich über diese Angelegenheit weiß. Entschuldigen Sie vielmals. Sie brauchen sich keineswegs zu entschuldigen, Matthäf. Sie waren uns eine große Hilfe. Wie seltsam. Je mehr ich davon höre, desto undurchsichtiger wird die ganze Geschichte. Aha. Meinst du, an dem Bild ist noch irgendwo? Oh, nö. An ihrem Bild? Hab ich vorhin schon probiert, ja. War auch nichts gewesen. Wenn doch hinter diesem Bücherregal nur irgendwas wäre, ein geheimer Gang oder so. Oh! Die Wände hier sind geradezu von Bücherregalen gesäumt. Der Baron war wohl kein belesener Mensch. Man muss den Geist stets wach halten, Luke. Hier, ich hätte die da... Die Luke offen halten, die Luke. Ja, genau. Hier, ich hätte da noch ein Rätsel für dich. 4 Zahlen. Oh. A, B, C und D sind einstellige Zahlen. Die folgenden Gleichungen können alle mit diesen Zahlen geschrieben werden. Was ist A, B, C und D? Schreibe die Antwort der 4 Zahlen in Folge. Schreibe als Antwort die 4 Zahlen in Folge. Man kann die Sachen, die Gleichungen umstellen, wenn man möchte, dass dabei irgendwas Sinnvolles rauskommt. Also, sagen wir so, A kann nur 1 oder 2 sein. 1 kann es nicht sein, also muss es 2 sein. 1 kann es nicht sein. Ja. Weil A, dann müssten ja B und C gleich sein. Genau. Ja. So, das heißt, D ist 8. C ist 5. Nee. Warte mal. D, na warte, doch, D ist 8. Ja, D ist 8. A ist 2, D ist 8. A ist 6, Entschuldigung. Ja, C ist 6, weil A... B ist 3, so. Genau. Jetzt, wie war das? A ist 2. Ja. Dann 3, dann 6, dann 8. 6, 8. Ja, 23, 68. Das war auch nicht schwer. Ja. Man hätte das sogar so umstellen können, dass man sogar tatsächlich genau auf die... Also, du hast es sehr logisch gelöst. Mathematisch gelöst könnte man sogar irgendwie umstellen, dass dann Sachen genau das dauert mir zu lang. Die Zahlen ergeben.